Moin, mein Freund des guten Geschmacks, ihr seht hier schon, ich habe hier die Kopfhörer aufgesetzt, nämlich der neue Morbius-Trailer oder der Teaser-Trailer ist heute erschienen und natürlich habe ich gedacht, ich mache da wieder eine Trailer-Reaction zu, weil ihr habt es euch wieder mal gewünscht und viele haben gesagt, bring es doch mal wieder gerne, Dennis, hier auf diesen Kanal und ich habe gedacht, das passt jetzt dazu, ich haue das jetzt ins Nerdcheck-Format rein und viel Spaß bei der Trailer-Reaction zu Morbius. Dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit dem Teaser-Trailer. Morbius-Trailer, so. Das sah schon nicht schlecht aus. Michael, ich kenne dich seit du ein Kind warst. Du hast eine Gabe. Okay, auf Krücken. Hattest du immer. Ja, sieht man Jared Leto. Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden. Ich bin sehr gespannt irgendwie, weil ich weiß nicht, wie ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Das Score ist könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal. Dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst als ohnehin schon. Das wäre ein Heilmittel. Das sieht so geil aus. Das sieht so schlecht aus. Um welchen Preis? Ich fühle mich jetzt lebendiger denn je. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Ja, da sieht gut aus. Die Fähigkeit der Echoortung. Coole und ein Effekte, übermächtiges also Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen? Nein, schön Spider-Man. Die Entführung um etwas zu beheben, das kaputt ist. Bis das Heilmittel. Schlimmer ist als die Krankheit. Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen, hä? Wie geht's da? Oh mein Gott! Nee. Leute, das ist ja wohl nicht, ja. Michael Keaton, das ist alles, es wird alles zusammengetan. Das MCU, das Spider-Verse kommt zusammen. Das Ende hat mich jetzt ja krass gekriegt. Wow, geil. Heftig. Muss sagen, erstmal kurze Randnotiz. Auf jeden Fall, 30. Juli 2020 wird wohl dieser Morbius-Film in die Kinos kommen, in die deutschen Kinos. Und Daniel Espinosa hat unter anderem ja Filme gemacht wie Safe House und natürlich Live. Und die waren ja gar nicht mal schlecht. Und jetzt macht er halt Morbius. Drehbuchautor ist hier Gil Kane. Den kennt man natürlich von Marvel's Defenders. Und der hat natürlich auch so ein paar... Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch irgendwie verwandt mit Bob Kane, der Erfinder von Batman. Und ich denke mal... Das sieht schon sehr nice aus. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht viel von diesem Charakter gelesen oder mal überhaupt in Comics bisschen gesehen. Und darum war ich jetzt nicht mit hohen Erwartungen da dran. Muss aber sagen, gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Und die Effekte, CGI, das muss man Sony auch ein bisschen lassen. Die haben es auch teilweise drauf. Und ich glaube einfach, dass jetzt die beiden wirklich zusammenarbeiten. Disney Studios, und also Marvel Studios und natürlich auch Sony Pictures. Ne? Und das Ding ist halt einfach, wo man sagen muss, natürlich der Atlas zurück, der Vulture, ne, ist einfach, wow, geil, heftig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Da werden wahrscheinlich jetzt diese Einführung dieser Figur sein. Und irgendwann wird er wahrscheinlich auf Spider-Man treffen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Dass sie wahrscheinlich, sag ich mal, in Spider-Man 3 wahrscheinlich drin vorkommen werden.
Mehr kann man da eigentlich gar nicht sagen. Was sagt ihr denn zu dem Trailer? Könnt ihr mal gerne, oder den Teaser-Trailer, der ja schon ein bisschen länger hier war, sag ich mal, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, mal schauen, was als nächstes wieder hier ein bisschen reacted wird. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, komm, da machst du jetzt mal was zu, ne? Und ja, hat ja geklappt. Hab ein bisschen, ja, fand schon Dings-Trailer echt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Freue mich schon auf diesen Film. Komischerweise, hat mir ja echt gut gefallen. Vampire, passt immer alles. Und das ist immer was, bisschen was Neues. Aber gut, Blade gab's ja auch schon. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. So, Leute, ich würde sagen, das war eine kurze Session hier. Bis dann und ciao und